Ja, jetzt komme ich gerade aus dem Wirtschaftsministerium hier in Hannover. Habe heute eine Urkunde bekommen für digitale Orte in Niedersachsen. Und das Land hatte Unternehmen ausgezeichnet, die die Digitalisierung vorantreiben in ihrer Branche. Und ich war jetzt, soweit ich das gesehen habe, der einzige Verlag in Niedersachsen, der das jetzt bekommen hat, heute. Und aber ich will nichts Falsches sagen, vielleicht war auch noch ein zweiter dabei. Und der Verlagsbranche ist ein bisschen antiquiert, ja, und sie muss so gucken, dass sie sich so ein bisschen modernisiert und erneuert sozusagen. Und deswegen, ich freue mich total, dass ich da jetzt als, ja, ich würde jetzt mal sagen, Vertreter dieser Branche so etwas bekommen habe. Witzigerweise war heute ein ganz besonderer Tag in Hannover, weil heute war Regierungswechsel. Also die neue Koalition wurde gebildet. Vorher war es SPD und CDU. Und die CDU hier, Herr Althusmann, hatte das Wirtschaftsministerium. Der hat die Urkunde sozusagen noch unterschrieben. Und heute kam dann der neue Minister. Den habe ich auch vorhin kennengelernt, Herr Lies. Und ich glaube, beide aktive Leute. So, aber jetzt herrscht Rot-Grün. Ja, und das ist ja gut. Da wird man dann sehen, ne? So ganz grundsätzlich halte ich nicht sehr viel von, aber naja, vielleicht, ich habe ihn gefragt. Herr Lies, trauen sich was? Werden Sie ein bisschen laut? Ja, ja, mal gucken, ja, okay, alles klar. Wir bleiben gespannt. Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung und ja, bringe diesen Preis jetzt sozusagen nach Hause. Ich muss sagen, dass ich froh bin, dass einige Schulen modern werden, dass einige Schulen und insbesondere jüngere Lehrer sich dafür einsetzen, dass das Schulprogramm sich etwas modernisiert, etwas öffnet vor allen Dingen. Weil die Schulen haben ja gerade total ein Problem. Die haben ja alle gar keine Lehrer. Das heißt, die haben gar keinen richtigen Unterricht teilweise. Da fällt ganz, ganz viel aus. Und ich frage mich, warum die das nicht sowieso viel stärker so vom Kultusministerium oder Bildungsministerium oder wie sie das nennt, in den Fokus nehmen, dass die eben Dozenten, Autoren, Externe an die Schulen einladen. Die sollen Vorträge machen, die sollen, ich sag mal, so eine Art ja, freiwilligen Ersatzunterricht oder wie auch immer machen. Vielleicht könnte man sogar anbieten, dass Schüler sich aussuchen können, gehe ich da in den Buchkurs, gehe ich da in den dies oder das. Ja, so wie AG oder freiwillige Vortragsprogramme oder so, wo man sich was aussuchen kann, was möchte man, wo möchte man mal was, was aus der normalen Welt hören. Weil klar, Unterricht und so weiter verstehe ich alles, muss ja auch sein, aber man könnte dadurch ja viel mehr Schule mit der Praxis verbinden. Ne? Dann lädt man mal einen aus der Politik, aus der Wirtschaft und so, das kannst du theoretisch jeden Tag machen. Weil da draußen gibt es viele Freiwillige. Also ich habe noch nie eine Einladung von der Schule abgelehnt. Du wahrscheinlich auch nicht. Und würdest du auch nicht machen. Warum soll man das denn nicht gerne tun? Ne? Und da könnte man so viel sinnvolle Zeit füllen, glaube ich, oder? Wenn man da so ein bisschen mal die Öffentlichkeit mit in den Schulalltag einbezieht, dann ist das auch nicht mehr so eine abgetrennte Sache, die so parallel von der Gesellschaft läuft, sondern das ist so ein bisschen integrierter. Ne? Die ganze Schule wird halt interessanter. Ja, genau. Wo die Schüler sagen, genau, ich habe keinen Bock, dass ich hingehe. Ja. Und manchmal kommen dann sogar Prominente vielleicht, ne? Ja, ja. So wenn du irgendwie einen Bekannten aus dem Fernsehen oder aus der Literaturwelt oder so einlädst, ja, irgendeine Autorin oder eine berühmte Romanautorin oder so, dann gehen die Kinder sogar gerne zur Schule. Sagen, heute kommt wieder jemand Cooles und so, ne? Ja, das wäre schon geil. Aber wir wollen ja jetzt nicht die Welt verändern, ne? Das wäre ja noch schöner, ne? In Hamburg ist morgen der Börsentag hier in der alten Börse, in der Handelskammer in Hamburg. Wir machen von Wirtschaft TV dort, also wir sind nicht nur Medienpartner vom Sachwertmagazin und Wirtschaft TV, sondern wir machen auch eine Podiumsdiskussion, die wir organisiert haben mit Thomas Mittelhoff und anderen prominenten Gästen. Da freue ich mich drauf. Mick wird die Moderation machen, der normalerweise unsere Börsenkorrespondenz in Frankfurt macht. Ja, ich freue mich. Jetzt werden wir mal die Bühne inspizieren und schauen, wie die Aufbauten laufen und gucken, ob für morgen alles da ist, ob die Technik passt etc. Jetzt schauen wir doch mal, wo hier die Bühne ist auf dem Parkett.
Hier ist schon einiges aufgebaut. Der Ton rauscht schon. Das ist schon mal gut. Die Bühne ist auch groß genug für die Leute. Da müssen wir dann noch Stühle mit Armlehnen haben. Und dann wird noch ein Hintergrund aufgebaut mit WTV-Optik sozusagen. Und das ist natürlich ein schöner, historischer, alter Börsensaal hier. Hamburg hat ja eine sehr, sehr lange Tradition. Nicht nur mit Börse, sondern auch hier mit dem Börsentag.